Herzlich willkommen beim Vorbereitungsworkshop vom Energiestrang der Vergesellschaftungskonferenz. Ich bin Chom oder auch Sina und benutze Sie-Pronomen und werde jetzt die einleitende Moderation ganz kurz machen und euch sagen, was auf euch zukommt. Wir haben für euch zwei Inputs vorbereitet. Das wird die Verena Kreilinger und der Maximilian Becker uns etwas darüber erzählen, warum und wie, vielleicht auch wie wir den Energiesektor vergesellschaften sollten. Danach haben wir noch einen interaktiven Part, den werden wir dann hier nicht mehr aufnehmen. Da seid dann ihr gefragt, aber wir fangen erstmal mit dem Input an. Und dann übergebe ich einfach direkt an dich, Verena. Ja, danke, Jum. Dann gebe ich gleich als erstes mal mein Bildschirm frei und ihr gebt es mir okay, dann sobald ihr was seht, sollte das für alle sichtbar sein, oder? Super, Daumen hoch, sehr schön. Ja, ich freue mich auch sehr, dass wir heute das erste Mal hier schon so zusammenkommen. Ich freue mich dann noch viel mehr auf nicht mal mehr in 3 Wochen, wenn wir uns dann wirklich in Real Life treffen. Und ja, wir hatten so ein bisschen in der Vorbereitungsgruppe des Energiestrangs das Thema, dass wir unendlich viele Ideen hatten, was wir da so ins Programm reinpacken wollen, haben gemerkt, ach, das geht sich alles zeitlich nicht aus, waren dann zwischenzeitlich schon dabei, dass wir fast gesagt haben, ja, wir machen hier so einen Reader, der dann wahrscheinlich zu einem 12-teiligen Kompendium ausgeartet wäre. Und jetzt fällt mir so ein bisschen die Challenge zu, dass ich quasi dieses Kompendium verdichtet in 20 Minuten hier runterbreche und die Basics, die uns wichtig sind, wo wir uns nicht ganz sicher sind, wissen das schon alle, euch quasi hier so etwas präsentieren darf, ein bisschen mit Input versorgen darf. Manche von euch werden die Inhalte werden die Inhalte bekannt sein und anderes wird neu sein. Genau, also warum müssen wir die Energiekonzerne vergesellschaften? Ich mache es jetzt auf einer sehr grundsätzlichen Ebene. Erster Schritt, das ist jetzt in diesem Rahmen gar nichts Neues. Wir wissen, wie düster es um die Klimapolitik und um die Klimakrise steht. Letztes Jahr wurde das erste Mal tatsächlich, war das gesamte Jahr durchschnittlich 1,5 Grad über dem vorindustriellen Referenzwert. An 2 Tagen im November wurde sogar das 2-Grad-Limit übertroffen. Drei Zahlen, die das einfach nochmal runterbrechen. Laut IPCC wäre bis 2030 eine Emissionsreduktion von 43% notwendig. Das sind sehr konservative Zahlen. Die eingereichten Klimapläne aller Staaten, die das Pariser Abkommen verabschiedet haben, laufen darauf hinaus, dass wir bis 2030 2% der Emissionen eingespart haben. Und das sind die Pläne, ne? Also wir wissen, das sind geduldige Papiere. Die reale Klimapolitik sieht noch mal anders aus. Und würde diese reale Klimapolitik oder auch diese, ich sag mal, niedrig trabenden Pläne umgesetzt werden, dann würde das bedeuten, dass ein Drittel der Weltbevölkerung in Gebieten leben würden, also die klimatische Bedingungen haben, wie sie heute in der Sahara herrschen. Das wären dann wirklich die gravierenden gesellschaftlichen Auswirkungen. Und warum ist jetzt auf der Frage der Emissionen eben der Energiesektor so zentral? Das lässt sich eigentlich mit 2 Zahlen ganz schnell beantworten, nämlich 94% der globalen Emissionen werden durch fossile Brennstoffe verursacht. Und 80% des globalen Energieverbrauchs stammen ebenfalls aus fossilen Brennstoffen. Das heißt, wir sind hier wirklich im Zentrum der Emissionen, wenn wir auf den Energiebedarf blicken. Und wie sieht der aus? Ich habe hier so eine Grafik mitgebracht für die letzten 30 Jahre. Da wird der globale Energieverbrauch dargestellt und es ist eindeutig, also es ist eine konstante Steigerung zu sehen, mit Ausnahme von 2 Dellen. Das eine ist 2009, die Weltwirtschaftskrise und der andere leichte Rückgang ist dann 2021 oder 2020 besser gesagt. Die Corona-Pandemie, wo es ja auch einen konjunkturellen Abschwung gegeben hat. Hier aufgeschlüsselt sieht man natürlich auch, weil das nach Länder, Regionen oder Kontinenten dargestellt wird. Europa beispielsweise hatte zwar keinen steigenden Energieverbrauch, wir waren ja auch schon auf einem sehr hohen Level 1990, aber was definitiv nicht gelungen ist, ist, dass dieser Energieverbrauch gesenkt worden wäre, so wie es notwendig ist. Und entscheidend ist auch, dass in Europa der Energieverbrauch pro Kopf sehr hoch ist im Weltmaßstab.
Und diese Ungleichheit, die gibt es nicht nur quasi zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden, sondern diese Ungleichheit besteht auch innerhalb der Gesellschaften. Das heißt, wenig verwunderlich, reiche Menschen haben einen höheren Energieverbrauch als ärmere Menschen. Jetzt kann man sagen, gut, das sind jetzt ja irgendwie, das ist ja quasi die Historie, 30 Jahre, aber jetzt wird es doch mit der Energiewende ernst und zukünftig wird sich das alles ändern. Allerdings, die Prognosen zeichnen ein anderes Bild. Da gibt es ein bisschen unterschiedliche Werte, aber alle sind sich einig, dass der Energieverbrauch weiter deutlich steigen wird bis 2050 um ein weiteres Drittel. In Europa, in den OECD-Ländern, den USA wird das so tendenziell auch wieder konstant bleiben. Und das, was da nochmal entscheidend ist, ist, dass der fossile Anteil dieser Energie weiterhin auch steigen wird. Prozentual sieht man es, ich habe es hier geschrieben, wird er etwas sinken von 80% der letzten 10, 20 Jahre auf nur noch 70%. Aber nachdem ja das gesamte Niveau steigt, heißt das, dass wir absolut gesehen in 20 Jahren mehr fossile Brennstoffe verbrennen werden als heute, wenn sich nicht quasi grundsätzlich etwas ändert? Jetzt könnte man natürlich sagen, ja gut, aber wir sind doch mitten in der Energiewende und gibt es nicht da Positives zu berichten? Da gilt es erstmals ganz genau hinzusehen. Also einerseits sprechen wir tatsächlich von der Energiewende oder ist es nicht eher eine Energy Addition? Also sprechen wir nicht eher davon, dass der steigende Energiebedarf zunehmend zwar von erneuerbaren Energieträgern quasi erfüllt wird, aber die fossile Basis sich nicht grundlegend verändert. Und eine ganz grundsätzliche Bemerkung dazu. Wir müssen wirklich auch wahrnehmen, dass das nicht eine rein technische Frage ist, die Energiewende, sondern dass es wirklich an den Kern, der Organisation unserer Gesellschaft und unserer Produktionsweise geht. Also wir wechseln ja auch tatsächlich, die Energiewende bedeutet, dass wir von Energiebeständen in Form von Kohle, in Form von Öl oder Gas auf Energieflüsse wechseln müssen. Und die kapitalistische Industriegesellschaft, die ist eine Geschichte der Erschließung der fossilen Brennstoffe gewesen. Die ist hochgradig damit verknüpft. Und man könnte das wäre jetzt eine theoretische Debatte, die wir heute nicht aufmachen, auch diskutieren, inwiefern es überhaupt möglich ist, eine kapitalistische Gesellschaft jenseits fossiler Energie zu denken. Das, was ganz, ganz wichtig ist und das gerne in der Debatte untergeht, ist die Tatsache, dass die Energiewende selbst extrem material- und energieintensiv ist. Das Entscheidende ist, dass das globale Energiesystem, die globale Energieinfrastruktur ist die größte menschgemachte Infrastruktur, die es gibt. Und ein Umbau dieser Infrastruktur in der entsprechenden kurzen Zeit, also innerhalb von wenigen Jahrzehnten und im globalen Maßstab, das stellt nicht nur eine massive Herausforderung dar, über die auch etwas diskutiert wird, inwiefern das alles möglich ist, sondern erfordert eben selbst einen gigantischen Material- und Energieeinsatz. Und diese Energie für die Energiewende kommt ja zu Beginn vor allem aus fossilen Energieträgern. Je nachdem, wie dann das Verhältnis ist, nimmt das langsam ab. Aber es bedeutet trotzdem, dass, da gibt es unterschiedliche Modellannahmen, aber durchschnittlich gesehen, dass 195 Gigatonnen CO2 alleine für die Energiewende reserviert bleiben müssten. Und das wäre nach heutigem Restbudgetstand rund 80%. Das heißt, bei den heutigen Emissionsmengen könnte man sagen, 2 Jahre darf noch auf dem heutigen Level emittiert werden. Danach müsste jede Maschine, jeder Prozess stillstehen, weil es verbleiben nur noch die Emissionen, die wir aufwenden müssen, um die dringend notwendige Energiewende durchzuführen. Das heißt, auch die Kuh auf der Weide dürfte dann nicht mehr munter in die Welt rülpsen, weil wir haben einfach kein CO2-Budget mehr übrig. Das wäre dann reserviert für die Energiewende. Umso entscheidender ist eben tatsächlich, dass es eine Energiereduktion braucht. Allerdings ist die Menschheitsgeschichte eine Geschichte der intensivierten Energienutzung. Das heißt, neue Energieträger haben in der Regel die alten nicht abgelöst, sondern ergänzt. Das heißt, das Erdöl hat die Kohle ergänzt, nicht abgelöst. Das Erdgas kam hinzu,
die anderen wurden nicht verdrängt. Und so verhält sich es eben zu einem gewissen Ausmaß auch mit den erneuerbaren Energieträgern. Und wenn wir immer so diese Erfolgswerte hören, beispielsweise in Deutschland sei der Anteil der Erneuerbaren vom vorletzten Jahr aufs letzte Jahr um 5% gestiegen, dann muss man immer genau hinschauen, weil beispielsweise, wenn jetzt Deutschland 46% Erneuerbare an der Stromproduktion hat, dann macht aber der Strom in Deutschland generell nur 18,8% des gesamten Energiebedarfs aus. Das heißt, wir sind da immer noch in dem Bereich von, ich weiß nicht, 9% Erneuerbare am gesamten Energiebedarf Deutschlands. Und das muss man immer wieder einordnen. Genau. Entsprechend auch hier gleich nochmal eine Grafik, die ist auf Deutschland bezogen. Nämlich, was hat es denn, ja, können wir das nicht mit der Energieeffizienz, mit dem technologischen Fortschritt, kriegen wir das nicht hin, dass wir die Energie eben deutlich reduzieren? Wir müssten, da sind sich die Wissenschaftlerinnen relativ einig, um die Energiewende erfolgreich zu gestalten, den Energieverbrauch halbieren. Das wäre hier so dieses kleine blaue X, das ich eingezeichnet habe. Die roten Werte, das sind die Zielvorgaben, die die deutsche Regierung mit dem Energieeffizienzgesetz 2023 umgesetzt hat. Das ist nicht ganz das, was es sein sollte, aber auch schon ambitioniert. Vor allem, wenn wir draufblicken und sehen, wie konstant eigentlich der Energiebedarf in Deutschland in den letzten 30 Jahren war. Hier sind nur 20 abgebildet, aber man kann das bis 1990 auch nochmal zurückverfolgen. Das ist immer ganz gleich. Das heißt, sämtliche Fortschritte, die durch neue Technologien, durch Effizienzsteigerungen gelungen sind, wurden immer wieder aufgefressen von der stetig wachsenden Wirtschaft, die mehr Energie verbraucht hat. Genau. Jetzt ist es der Politik durchaus auch bewusst, dass es relativ unrealistisch ist, dass wir jetzt diesen Trend so komplett brechen und darunter kommen. Und da wird dann mit allerlei Wundermitteln, wird dann quasi hier irgendwie die Lösung in Aussicht gestellt. Ich habe hier mal drei mitgebracht. Das eine, grüner Wasserstoff, das zweite die CO2-Abscheidung und ein finanztechnologisches, Instrument, noch die CO2-Steuer. Und die drei Grafiken, die ihr hier seht, die sind von dem sehr, ich sag mal, wirtschaftsfreundlichen liberalen Think Tank, die tatsächlich auch der Meinung sind, ja, das wäre doch die Lösung. Aber obwohl sie daran glauben, zu dem Schluss kommen, dass die Realität dieser Technologien absolut nicht dem entspricht, was an Hoffnung in sie gesetzt wird. Also grüner Wasserstoff ist einfach auch gar nicht in dem Ausmaß verfügbar, wie jetzt quasi Regierungen und Unternehmen uns glaubhaft machen wollen, dass das überhaupt eine Antwort sein könnte. Und dasselbe ist bei der CO2-Abscheidung oder bei der CO2-Steuer. Das heißt, die Wundermittel sind nicht mal in ihrer eigenen Logik, systeminhärent, können gar keine Antwort sein. Und aus unserer Sicht sollen sie das natürlich auch gar nicht sein. Jetzt mache ich noch einen kurzen Exkurs auf dem Energiemarkt, dezidiert hier vor allem auf dem Strommarkt, muss man immer ein bisschen unterscheiden. Wird jetzt einen kleinen Hauch technisch, aber nicht zu so viel. Ich habe ja gar nicht ausreichend Zeit, euch da jetzt irgendwie mit energiewirtschaftlichen Fachbegriffen zu erschlagen. Aber ich glaube einfach nochmal zum Festhalten. Das, was wichtig ist, der liberalisierte Strommarkt, wie wir ihn in Deutschland, wie wir ihn in der EU haben, den gibt es erstens noch gar nicht so lange und zweitens gibt es den bei weitem nicht überall auf der Welt. Vor 1996 war es in der EU so, dass die Strompreise staatlich festgesetzt worden sind und staatliche, teilstaatliche, teilweise auch private Unternehmen, in Deutschland gab es die schon, hatten dann abgegrenzte Versorgungsgebiete, in denen sie von der Erzeugung bis zur Verteilung des Stromes alle Aufgaben übernommen haben. 1998 wurde dann in Deutschland der Strommarkt liberalisiert. Knapp 10 Jahre später der Gasmarkt, das hat etwas länger gedauert. Und im Rahmen dieser Liberalisierung wurde auch das sogenannte Unbundling vollzogen. Das heißt, dass diese vertikal integrierten Unternehmen, die quasi alles geleistet haben, die wurden entflochten. Und es gibt eigene Unternehmen für die Erzeugung, für die Übertragung, für die Verteilung und das Endkundengeschäft im Stromsektor. Es hat teilweise dazu geführt, dass so die Branchenriesen einfach Tochtergesellschaften gebildet haben und da wurden dann Dinge ausgelagert. Teilweise sind schon neue Unternehmen entstanden, teilweise wurde das Unbundling auch noch gar nicht vollzogen. Ein Beispiel sind immer EnBW und TransBW, die eigentlich immer noch eng verbunden sind. Aber das nur am Rande. Infolgedessen ist dann die Anzahl an Unternehmen und also Akteurinnen auf dem Strommarkt explodiert.
Aktuell sind wir in der Situation, wo sich die Marktarchitektur verändert. Das hat viel damit zu tun, dass eben tatsächlich der Anteil der Erneuerbaren an der Stromerzeugung zunimmt. Das heißt, sobald die einen, ich sage mal, systemwichtigen Anteil ausmachen, wird es ja entscheidend, was passiert, wenn es tatsächlich Dunkelflaute sein sollte. Das heißt, der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint. Und wie kann so eine Situation quasi dann abgesichert werden? Und da wird derzeit über die Schaffung von Kapazitätsmärkten nachgedacht. Das heißt, es werden Märkte geschaffen, wo Unternehmen dafür bezahlt werden, dass sie Energie vorhalten. Also einfach nur, sie werden bezahlt, dass sie im Zweifel einspringen. Sie werden aber auch schon bezahlt, wenn sie gar nicht einspringen müssen. Und da sind zwei ganz interessante Fakten. Also dieser Markt als solches, der soll erst bis 20, ich glaube 28 in Deutschland geschaffen werden. Andere Länder sind da schon weiter, wie Belgien. Aber Deutschland hat schon zwei Mechanismen. Und ich finde die für uns eigentlich ganz interessant. Das eine ist nämlich die Kapazitätsreserve. Da sind tatsächlich Kraftwerke drin, die relativ zeitnah einspringen müssen, das allerdings relativ selten auch tun müssen, das sei mal dahingestellt, ja. Und da hat zum Beispiel, das sind rund 2 Gigawatt an Leistung drinnen, hat RWE, hat das 680 Megawatt an Kraftwerksleistung drinnen und kriegt dafür mal so locker 50 Millionen pro Jahr, was von uns über die Netz Entgelte bezahlt wird, ja, dafür, dass sie diese Kraftwerke einfach nur vorhalten. Die müssen noch gar nichts machen. Wenn sie dann Strom liefern, wird dieser Strom noch mal extra abgegolten. Und noch viel perfider ist die sogenannte Sicherheitsbereitschaft. Wenn die Kapazitätsreserve nicht reichen sollte, was bisher noch nie der Fall wird, dann gibt es in Deutschland 8 Kraftwerksblöcke im Bereich der Braunkohle, die vorgehalten werden und innerhalb von 11 Tagen ans Netz gehen müssten, um Leistung einzuspeisen, falls wirklich alle Stricke reißen. Das ist natürlich ein reiner, ich sag mal, Umverteilungsmechanismus an die Kohleindustrie immer schon gewesen. Und da verdienen tatsächlich auch Unternehmen wie Miprag, RWE und Vattenfall 1,6 Milliarden Euro, die ebenfalls aus den Netzentgelten bezahlt werden. Das heißt, dieser Kapazitätsmechanismus ist eigentlich zwar grundsätzlich notwendig, aber so wie er ausgeführt ist, ist es eine Umverteilung von uns als Stromkonsumentinnen an diese Unternehmen. Und was auch nochmal wichtig ist, ist, dass weltweit sind andere Marktarchitekturen dominant, also nicht wie bei uns dieser liberalisierte Strommarkt, sondern beispielsweise in Asien oder auch in Afrika. Da ist eigentlich so ein Single-Buyer-Modell das vorherrschende Modell. Das bedeutet, dass zwar die Stromerzeugerinnen sind privatwirtschaftlich und in Konkurrenz zueinander organisiert, aber dann gibt es eine staatliche oder teilstaatliche Institution, die den Strom von denen zukauft und dann den restlichen Schritt der Verteilung und der Abgabe an die Endkonsumentinnen organisiert. Entsprechend ist dort viel mehr Macht auf die einzelnen Stromerzeugungsunternehmen vorhanden und dort kann geregelt werden, wir kaufen jetzt so und so viel Anteil an Grünstrom oder wir wollen nur die und die Preise. Also da ist definitiv mehr Möglichkeit zu intervenieren am Markt, als das in unseren Modellen ist. Was ich jetzt übergehe, ist die Preisbildung entlang der Merit Order auf unseren Märkten. Wenn da Interesse ist, können wir gerne später nochmal drauf eingehen. Das würde ein bisschen so erklären, ja, warum jetzt eigentlich der Preis beispielsweise auch im erneuerbaren Bereich oder im Grünstrom so stark gestiegen ist, wodurch nur der Gaspreis angestiegen ist. Ich glaube, da gab es in den letzten 2 Jahren im Rahmen der Energiekrise, ist man auch öfters da auf eine Erklärung der Merit Order gestoßen. Geht sich aber jetzt, glaube ich, gar nicht mehr richtig aus. Darum gerne auf Nachfrage. Und das führt mich dann auch schon so zur letzten Folie, die jetzt so ein bisschen in Richtung, ich sag mal, eine analytische Einschätzung unserer Situation abzielt, vor der wir tatsächlich überlegen, was könnten Kampagnen sein, in welche Richtung geht's. Und da ist meine Aussage, und ich glaube, viele von euch würden da mitgehen, dass wir derzeit einen fossilen Backlash erleben. Das äußert sich auf 3 Ebenen und wenn wir es etwas auseinanderdröseln, ökonomisch hat sich gezeigt, dass nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine vor 2 Jahren tatsächlich dann so sich so unter dem Deckmantel der Versorgungssicherheit, der Energiesicherheit, die politischen Rahmenbedingungen verändert haben und plötzlich sind die fossilen Investitionen deutlich gestiegen. Das heißt, so zum Höhepunkt der Klimabewegung gab es da
doch eine gewisse Verunsicherung, weil nicht klar war, wie die politischen Rahmenbedingungen sind. Und nach dem Ausbruch des Einmarsches Russlands in der Ukraine hat sich das gedreht. Das heißt, wenn man jetzt so ein bisschen in so Branchenberichten herumliest, dann merkt man, die Auftragsbücher sind voll. Ja, also da gibt es einen massiven fossilen Lock-in. Fossile Förderhaben werden ausgeweitet und die Fördermengen werden erhöht. Und ich finde immer ein total zugespitzt gutes Beispiel ist British Petroleum, BP. Die haben sich noch vor 3 Jahren, haben sie sich ja gerne als Beyond Petroleum umgenannt, ja, und haben von sich hören lassen, die Richtung ist klar, wir steuern auf Netto Null zu. Es gibt kein Zurück mehr. Und tja, dieses Zurück, das gab es dann relativ schnell, nämlich 2 Jahre später. Da hat dann der Vorstandsvorsitzende nämlich verlautbart, wir müssen kurzfristig weiter in das heutige Energiesystem investieren, das von Öl und Gas abhängig ist, um den heutigen Bedarf zu decken und einen geordneten Übergang zu gewährleisten. Und mit dieser Aussage hat BP dann tatsächlich ihre Öl- und Gasförderung, also die Prognose, wie viel sie da fördern werden, haben sie die Mengen erhöht für die nächsten 7 Jahre um täglich 2 Millionen Barrel. Und warum haben sie das gemacht? Da waren sie auch völlig transparent. Sie haben das offengelegt. Die Kapitalrendite von 15% fürs neue Öl- und Gasgeschäft ist deutlich höher als die für ihr Portfolio an erneuerbaren Energien, wo die Kapitalrendite bloß 6 bis 8% erreichen würde. Ja? Das heißt, sie haben es ganz klar gesagt, der Gewinn ist da. Und sie haben das auch dann so rechtfertigt, wir haben eine Verantwortung gegenüber unserer Million an Aktionärinnen. Und wenn wir da nicht zugreifen würden, dann würden wir diese Verantwortung ignorieren. Und die Konzernberichte, die offenbaren, dass dieser Verantwortung auch all die anderen fossilen Riesen nachkommen. Das heißt, im letzten Jahr ist tatsächlich das Geschäft mit dem Untergang der Welt wieder hochprofitabel geworden und wir erleben eben einen fossilen Backlash. Eine Zahl, die ich auch nochmal wirklich, die ist so augenwässernd, die ich mitnehmen wollte. Alleine 2022, nee, 23 war es, bin mir jetzt gerade nicht sicher, ne? Ich glaube 22 war es, haben die fossilen Konzerne 2 Billionen, ne? Das ist eine 2 mit 12 Nullen hinten dran, an Übergewinnen erwirtschaftet, Dollar sind es, ja. Das heißt, Gewinne, die über ihren üblichen Gewinnen liegen. Und diese Mengen an Geld, die werden natürlich jetzt auch freudig reinvestiert. Und die Staaten, denen ist es nicht gelungen, einen Teil dieser Übergewinne, dieser Windfall Profits abzuschöpfen. Sie haben sogar im Gegenteil mit den Preisbremsen und den Preisdeckeln, die vielerorts ja eingeführt wurden, in diese Übergewinne noch kräftig selbst eingezahlt. Genau, politisch haben die politischen Führungen dieser Entwicklung Vorschub geleistet oder sie zumindest billig in Kauf genommen. Es wurden Gesetzesvorhaben und Regularien aufgeweicht, die zum Höhepunkt der Klimabewegung verabschiedet worden sind. Sie wurden teilweise zurückgenommen, fossile Vorhaben wurden genehmigt und gefördert. Das heißt, etliche Gasfelder etc. wurden jetzt plötzlich wieder bewilligt, die es vorher nicht mehr gegeben hätte sollen. Und es haben sich so die Grenzen des Sagbaren verschoben. Da ist immer ein zugespitztes Beispiel, der französische Umweltminister oder Minister für den ökologischen Wandel, der hatte letztes Jahr damit aufhorchen lassen, dass er öffentlich im staatlichen Fernsehen verlautbart hat, ja, Frankreich müsse sich nun mal auf eine Erwärmung von 4 Grad vorbereiten. Kann man sagen, gut, das haben sie sich früher auch schon gedacht, aber sie hätten es sicherlich vor ein paar Jahren so nicht im öffentlichen Rundfunk von sich gegeben. Was hier nochmal ganz aktuelles Beispiel ist, das mir auch wichtig ist, ich glaube, Max hat vielleicht angedeutet, dass er darauf noch auch zu sprechen kommt, ist die aktuelle, vor 2 Wochen veröffentlichte Kraftwerkstrategie und gestern die Eckpfeiler der Carbon Management Strategie der deutschen Bundesregierung, die tatsächlich darauf hinausläuft, dass fossile Kraftwerke, konkret Gaskraftwerke im Ausmaß von 1/3 der heute installierten Kapazität in den nächsten Jahren gefördert werden sollen. Das heißt, 1/3 mehr an Gaskraftwerken soll hier gebaut werden mit hohen Förderungen. Und nochmal ganz entscheidend, dass wirklich eine jahrzehntelange schwerwiegende Weichenstellung, dass Carbon Capture and Storage zugelassen wird, auch in der Stromerzeugung. Sprich, wir können mit fossilen Brennstoffen Strom erzeugen. Die Emissionen sollen dann
rausgefiltert werden sollen über ein riesiges Pipeline-Netz. Für Europa sind da 19.000 Kilometer im Gespräch. Soll das dann quasi an die, am besten Fall jetzt nach heutigen Vorhaben in die Nordsee transportiert werden und dort in ehemalige Öl- und Gasfelder gepumpt werden, bestenfalls noch, um dort dann mit dem erzeugten Druck umso mehr Gas oder Öl zu fördern. Diese Entwicklung bedeutet tatsächlich eine Rekarbonisierung der deutschen Stromerzeugung und der deutschen Wirtschaft. Das ist ganz, ganz entscheidend. Sie bedeutet auch, dass der Energieverbrauch steigen wird, denn ein Kraftwerk, das CCS-Anlagen installiert hat oder eine Zement- oder Kalkfabrik, wo das auch eingesetzt werden soll, verbraucht zwischen 25 und 50% mehr Energie. Und diese Energie kommt aus fossilen Quellen. Das heißt, es wird hier wirklich mit milliardenschwerer öffentlicher Förderung ein privater Markt aufgebaut, der umso lukrativer sein wird, je mehr CO2 produziert wird. Und das ist tatsächlich etwas, das, also ich finde das hochgradig brisant. Das wurde jetzt gestern verlautbart. Das war allerdings auch schon ein Jahr lang jetzt im Gespräch. Also es ist jetzt nicht überraschend gekommen, was aber sehr deutlich macht, inwiefern wir diesen fossilen Backlash erleben. Ja, gesellschaftlich, ich meine, wir erleben das alle in unserem Aktivismus, die Rechte erstarkt und es gibt eine stark mobilisierte Stimmung gegen Klimaaktivismus. Und gleichzeitig, das ist so der Hoffnungsschimmer, ne, die Klimagerechtigkeitsbewegung ist zwar schwächer geworden, aber sie ist noch präsent. Wir sind ja auch Ausdruck davon und ich hoffe, dass die Konferenz in 2,5 Wochen, in 3 Wochen tatsächlich natürlich da ein starkes Zeichen setzen kann, dass wir uns tatsächlich zusammenfinden können, dass wir Banden und Kampagnen gründen, bilden können, um die Energieindustrie, den Energiesektor zu vergesellschaften und den Energieverbrauch dann entsprechend reduzieren können. Genau. Soweit von mir. Ja, sehr beeindruckend. Vielen Dank, Verena, für diese fachliche Einführung. Das war in seiner Detailliertheit auf jeden Fall nochmal eindrücklich und ich habe auch nochmal einige neue Dinge gelernt. Wir wollten jetzt zwischen den Vorträgen die Möglichkeit geben, noch Verständnisfragen zu stellen. Gab es da noch eine Rückfrage an Verena. Ansonsten machen wir direkt weiter mit Max. Falls euch dann doch noch was einfällt, könnt ihr es gerne in den Chat schreiben. Ich sehe jetzt nichts. Dann, Verena, hast du sogar noch 5 Sekunden, warst du 5 Sekunden schneller, als du Zeit gehabt hättest. Yay, aber das war schon mit den 5 Bonusminuten, glaube Ach, ich. stimmt. Ah ja. Perfekt. Ja gut, dann Max, leg los. Ja, von mir schönen guten Abend. Vielleicht gleich vorweg, ich habe nicht so eine tolle Präsentation wie Verena und war ganz begeistert, dass man mittlerweile Präsentationen machen kann, in denen sich die Bildchen bewegen. Ganz am Anfang, so weit bin ich noch nicht. Aber Verena, vielleicht müssen wir dann nochmal irgendwie so ein Skillsharing machen, dass ich das auch lerne. Nachdem Verena jetzt so den ganz großen Aufschlag gemacht hat und viel über das Energiesystem und nochmal die Einordnung zu Klimazielen gemacht hat, soll es jetzt hier in dem Input gehen, so ein bisschen konkreter zu werden und uns den Energiesektor, insbesondere mit Fokus auf Deutschland, noch einmal genauer anzugucken. Also welche Bereiche lassen sich im Energiesektor vielleicht unterteilen? Wo findet Wertschöpfung auch statt? Aber wo könnten möglicherweise auch Interventionspunkte für eine Vergesellschaftungsdebatte sein? Und genau, wo lassen sich daraus auch Potenziale für uns als Bewegung ziehen? Das heißt, das Ganze ist jetzt so ein Mix aus einem ja auch theoretischen Input, aber ich werde auch immer wieder versuchen, den Link hin zur Bewegung und auch zur Konferenz schon zu schlagen. Und hoffe, das gelingt dann auch entsprechend. Ich werde den Input so ein bisschen anhand von Thesen entlanghangeln und genau dann immer, ja, dass wir vielleicht im Nachgang auch so ein bisschen anhand der Thesen noch diskutieren können und uns so ein bisschen dem Thema der Konferenz dann auch annähern. Genau. Was ja immer wieder im Rahmen von Vergesellschaftung auch im Energiesektor kommt, ist das tolle Beispiel DWE, also Deutsche Wohnen und Co. Enteignen.
wo es ja in Berlin in hervorragender Weise gelungen ist, Menschen für ein im Kern linkes Anliegen zu mobilisieren, nämlich die Vergesellschaftung großer Wohnungsunternehmen. Und meine erste These wäre jetzt gleich am Anfang, dass sich Wohnungssektor und Energiesektor nur sehr begrenzt vergleichen lassen und dass es eigentlich was komplett anderes braucht und für Vergesellschaftung im Energiesektor komplett auch neu denken müssen, wenn wir erfolgreich sein wollen als Bewegung. Vielleicht erstmal, was haben diese beiden Sektoren in irgendeiner Art und Weise gemeinsam? Ich würde sagen, sie sind beide Teil von der öffentlichen Daseinsvorsorge, also sowohl Energieversorgung als auch die Wohnraumversorgung ist eigentlich primär das, was allen Menschen zugute sein sollte, was aber in den letzten Jahren immer weiter auch mit kapitalistischen Strukturen durchzogen wurde und wo Profitdruck drauf geraten ist. Und wo immer höhere Renditen auch erwirtschaftet werden. Als Unterschied ist zu nennen im Wohnungssektor, jetzt nicht falsch verstehen, ich schätze viele Genossinnen bei DWE total und finde das mega toll, aber das Akteurskonstrukt auf dem Wohnungsmarkt ist doch um einiges einfacher als im Energiemarkt. Also im Energiemarkt haben wir globale Wertschöpfungsketten, wir haben verschiedene Produktionsorte, Konsumptionsorte, müssen das mit Leitungen irgendwo hin und her transportieren. Das heißt, es ist deutlich komplexer als ein Haus. Dieses Haus gehört irgendwem und da wohnen Leute drin. Das heißt, das bringt schon eine deutlich höhere Komplexität in Fragen nach Vergesellschaftung. Ähnlich auch die Wertschöpfung, da werden wir gleich noch drauf kommen. Genau. Und das heißt, das sorgt dafür, dass wir, wenn wir über Vergesellschaftung im Energiesektor reden, so ein bisschen genauer hingucken müssen, was meinen wir im Energiesektor, wo wollen wir vergesellschaften und was bedeutet eigentlich eine Vergesellschaftung an einer Stelle im Energiesektor für vieles, vieles andere, was daraus folgt. Und ich glaube, das könnte so ein bisschen auch Ziel des heutigen Abends, aber auch des Workshops, dann auch der Konferenz sein, dafür Verständnis zu schaffen und auch als Bewegung zu gucken. Wo ist es denn jetzt aktuell mit begrenzten Ressourcen strategisch sinnvoll zu intervenieren und Vergesellschaftungsdebatten voranzutreiben? Denn der Energiesektor ist so komplex, dass wir es wahrscheinlich nicht schaffen werden, von heute auf morgen alles umzulegen und dass morgen dann alles gemeinwohlorientiert und zum Wohle aller passiert. Genau. Daher jetzt ein Exkurs, der jetzt auch so einen Hauptteil des Inputs einnehmen wird. Wie ist denn der Energiesektor überhaupt aufgebaut? Und was sind die Strukturen? Wenn ich jetzt von Energiesektor rede, und das hatte Verena eben auch schon kurz angedeutet, meine ich jetzt sowohl den Stromsektor als auch den Wärmesektor, das heißt unsere Wärmeversorgung. Das sind zwei. Es gibt wahrscheinlich auch noch andere Interpretationsweisen, die die Wirtschaft stärker mit einzieht, aber ich glaube, zur Einfachheit halber würde ich es jetzt erstmal bei Stromsektor und der Wärmeversorgung, die eben viel über ja, Fernwärme und ähnliches Erfolg belassen. Ich habe jetzt ein Erklärungsmodell gewählt, was anhand von Wertschöpfungsstufen sich den ganzen, dem Energiesektor nähert. Es gibt auch da völlig unterschiedliche Zugänge. Ich finde, das macht es eigentlich so ein bisschen eindrücklich, dass wir von unterschiedlichen Dingen sprechen, deswegen dieser Zugang gewählt. Und der erste Punkt, der jetzt hier für mich ganz wichtig ist, und das hatte Verena auch schon angedeutet, im Zuge dessen, was wir Energiewende nennen, ist einmal alles grundlegend im Fluss. Wenn wir unsere Art und Weise der Energieversorgung ändern, wenn wir sie von fossil auf erneuerbar umstellen, was ja das Ziel ist und was sukzessive nicht ausreichend, aber passiert, ändert sich erstmal in dieser Energieversorgung alles. Es ändern sich Eigentumsstrukturen, es ändern sich Zugänge dazu. Und genau das ist eigentlich etwas Gutes, dass alles im Fluss ist. Und das ist jetzt so eine zweite These, die ich aufstellen würde. Die Energiewende verändert unsere Energieversorgung grundlegend. Und jetzt, genau jetzt und wahrscheinlich noch ein paar Jahre, ist aber Zeit für eine grundlegende Intervention. Es ist aber jetzt auch ein Scheideweg, an dem entschieden wird, wie die Energieversorgung der Zukunft ist. Ist sie gemeinwohlorientiert oder wird sie mit erneuerbarer Energie auch auf Jahre und Jahrzehnte hinweg in den Händen weniger Konzerne sein? Und das ist, glaube ich, auch das, was diese Musik in dieser Vergesellschaftungsfrage macht. Also, dass hier gerade was passiert, dass sich gerade was verändert und dass wir aber auch mit strategischen Interventionen, mit Kampagnen jetzt gerade hier Gesellschaft verändern können, etwas
zum Guten verändern können für eine gemeinwohlorientierte Energieversorgung. Die vier Wertschöpfungsstufen, an denen ich das jetzt einmal kurz durchexerzieren möchte, ist die Produktion von Energie, der Handel mit Energie, der Transport mit Energie und letztlich dann die Konsumption, also der Verbrauch von Energie. Beim ersten Punkt der Energieproduktion geht es grob darum, wie wird denn die Energie überhaupt erzeugt, die wir später verbrauchen. Verena hat das kurz dargestellt. Historisch ist das natürlich ja, Öl, Kohle, Gas gewesen. Und das soll jetzt und wird mehr und mehr durch Erneuerbare abgelöst. Die Klimaziele genau bis 2030 sollen es 80% sein, bis 2045 100%. Ob das passiert, genau, steht in den Sternen. Die Produktion fossiler Energieträger fand viel im nationalen Kontext statt, wenn wir an Steinkohle, an Braunkohle denken, heute jedoch kaum noch. Also in Deutschland werden eigentlich kaum noch fossile Energieträger gefördert. Die Steinkohle, die wir fürs Kraftwerk Datteln 4 bekommen, kommt aus Kolumbien, kommt aus Russland. Wir sehen hier auch total, worauf ich jetzt leider gar nicht näher eingehen kann, aber was bei der Konferenz noch näher kommt, einen neokolonialen Aspekt, den unsere heutige fossile Energieversorgung hat. Denken wir jetzt Vergesellschaftung erstmal in einem nationalen oder europäischen Kontext, entzieht sich bei fossiler Energie in der Energieproduktion das jetzt erstmal komplett unserem Zugriff. Das heißt, wir können jetzt nicht sagen, wir vergesellschaften die Kohlemine in Kolumbien, sondern das sind Fragen, die erstmal nicht zur Debatte stehen. Aber durch die Energiewende wird die Energieversorgung ja wieder lokalisiert und dezentraler. Die PV-Anlage auf dem Dach, das Windrad im Dorf, was direkt vor der Nase steht. Das heißt, es findet alles wieder lokaler statt. Und das ist, warum auch in der Energieproduktion total was offen ist. Weil es jetzt um die Frage geht, wem gehören die Windräder, wem gehört die große PV-Anlage? Und das sind Sachen, wo auch, glaube ich, in der Energieproduktion total Spielraum ist für Intervention, weil der Ausbau der erneuerbaren Energien wird stattfinden. Und die Frage ist, wem gehören die Anlagen? Gehören sie nur den Konzernen oder gehören sie auch den Bürgerinnen und Bürgern? Und genau, aber hier Hamburger Energietisch werden wahrscheinlich später noch in der Diskussion auch auf solche Fragen zurückkommen. Genau. Hoch umkämpftes Feld. Ich finde aber absolut auch Interventionspunkte für Bewegung und tatsächlich auch Interventionspunkte für Bewegung eher aus einem bürgerlicheren Kontext, weil es auch um Bürgerinitiativen geht, in ländlichen Regionen beispielsweise, wem gehört das Windrad oder ähnliches. Ne? Also das vielleicht als erster Step, Energieproduktion. Nachdem die Energie produziert ist, findet der Handel mit Energie statt. Das hatte Verena jetzt schon gesagt, deswegen würde ich jetzt diesen Punkt ganz, ganz kurz behandeln. Das findet in einem liberalisierten Energiemarkt an Börsen statt. Oder über langfristige Lieferverträge. Auch dieser Bereich wurde mittlerweile genau liberalisiert und Profitdruck drin. Der Handel an sich zu vergesellschaften ist erstmal relativ schwierig. Verena hatte mit dem Single Buyer Market etwas vorgestellt, ein Modell vorgestellt, was sich, glaube ich, anbietet, um hier auch ja, reinzugehen und die Produktions- oder die ja, Konsumptionsweise grundlegend zu verändern. Aber ich glaube, das sind Fragen, die sich einer reinen Vergesellschaftungsthematik so ein bisschen entziehen und die komplexer sind, nochmal zu diskutieren. Wie stellen wir beispielsweise den Energiehandel in Europa komplett um? Also ich glaube, das ist erstmal eine Herausforderung, die sehr groß ist und wo es vielleicht Themen gibt, die naheliegender sind, um sie anzugehen und zu gewinnen. Genau, aber können wir auch gerne später diskutieren. Aber das wäre jetzt so ein bisschen die Einschätzung, die ich hätte. Der dritte Punkt in so einer Wertschöpfungskette im Energiesektor, also wo quasi Werte oder Mehrwerte generiert werden, ist der Handel, sorry, der Transport mit Energie. Dieser Transport der Energie erfolgt über Netze. Verschiedene Arten von Netzen. Beim Strom wird in Übertragungs- und Verteilnetze entschieden, also Übertragungsnetze, die ganz großen Netze. Verteilnetze, die eher lokalen Netze, und das gleiche beim Gas, Fernleitungsnetze und ebenfalls Verteilnetze. Es ist so, dass insbesondere die großen Netze, also die Fernleitungs- bzw. Übertragungsnetze,
sehr konzentriert in der Hand weniger Unternehmen sind. Genau, sind beim Strom sind es 4 und bei den Fernleitungen, also bei dem Gasnetz, sind 16 große Netzbetreiber. Diese Stromnetze haben so eine, in der Ökonomie so eine Besonderheit, das nennt sich natürliche Monopole. Das heißt, so eine Installation von Anlagen bedeutet erstmal sehr hohe Fixkosten, aber dann ist es egal, ob 20 oder 22 Haushalte damit versorgt werden. Also es macht letztlich kostentechnisch keinen Unterschied. Das bedeutet in einer Ökonomie, dass der Markt zu einer Monopolstruktur tendiert. Das heißt, eigentlich werden immer, wenn es mehrere Anbieter gibt auf dem Markt, wird immer einer rausgedrängt, dass am Ende nur noch einer übrig bleibt. Das bedeutet aber, dass eine andere Steuerung dieses Marktes notwendig ist. Ansonsten gibt es natürlich hohe Monopolgewinne und eine marktbeherrschende Stellung. Und das ist selbst in der kapitalistischen Ökonomie nicht so richtig gewollt. Das heißt, und genau, und da gibt es jetzt verschiedene Formen der Aussteuerung. In Deutschland macht das die Bundesnetzagentur, die erlaubt einem Betreiber von einem Fernleitungsnetz eine bestimmte Rendite für seine Anlage. Und aus dieser bestimmten Rendite für die Anlage ergibt sich nach und nach dann über Berechnungen die sogenannten Netzentgelte. Diese Netzentgelte machen circa 20 bis 25% der Strom- und Gasrechnung aus, ist also gar nicht so wenig. Und die sind unter anderem so hoch, weil es zum einen massive Ausnahmen für Unternehmen gibt. Das heißt, wir alle zahlen mit unseren Netzentgelten die Ausnahmen für energieintensive Unternehmen wie ThyssenKrupp oder ähnliche. Und zum anderen, weil wir auch mit unseren Netzentgelten die Milliardengewinne der Netzbetreiber finanzieren. Netzbetrieb ist ein sehr lukratives Geschäft, insbesondere für die großen Netzbetreiber, die machen damit jedes Jahr hunderte Millionen Euro Gewinne. Und jetzt ist es aber so, dass die Energiewende auch hier ein Gamechanger darstellt. Wir brauchen einen massiven Zubau des Stromnetzes, insbesondere von Norddeutschland, wo viel erneuerbarer Strom produziert wird, nach Süddeutschland, nach Bayern, wo Markus Söder sagt, erneuerbaren Strom können wir nicht produzieren, weil Windräder sind doof. Das heißt, es braucht einen massiven Zubau von, ja, des Stromnetzes. Und die Netzbetreiber sind aktuell gar nicht mehr willens, diesen Zubau zu leisten und treten in so eine Art Erpressungssituation. Die bauen gar nicht so viel aus, wie erforderlich wäre. Und was jetzt passiert ist, ist, dass die Netzentgelte, beziehungsweise die Bundesnetzagentur und die Bundesregierung erlaubt hat, dass die Netzentgelte immer weiter steigen. Das heißt, mit jeder neu installierten Anlage dürfen die Netzbetreiber gerade mehr Geld verdienen. Das bedeutet aber, dass wir alle am Endeffekt auch mehr auf unsere oder höhere Stromrechnung haben und mehr Netzentgelte zahlen. Und hier sieht man schon, diese Aussteuerung des natürlichen Monopols kommt im Zuge der Energiewende, wo es diesen massiven Zubau braucht im Stromnetz, kommt hier irgendwie an ein Ende. Das heißt, es geht, klappt nicht mehr so weiter, wie es ist, denn die Netzbetreiber haben natürlich jetzt eine Erpressungssituation. Die können immer sagen, nee, wir bauen nicht weiter aus, wenn ihr die Rendite nicht weiter erhöht. Und hier kommen wir wirklich an einen Punkt, wo sich was verändern muss und wo meiner Meinung nach die Vergesellschaftung aller Netze total sinnvoll ist, weil wir anders nicht mehr weiterkommen und diese Mammutaufgabe der Energiewende, insbesondere mit dem Zubau, eben nicht schaffen können. Durch eine Vergesellschaftung an der Stelle wären wir nicht nur, genau, oder könnten nicht nur die Stromrechnung sinken, weil eben dieser Renditedruck rausgenommen wird. Es könnte auch die Planungshoheit bei einer ja, staatlichen Agentur, wie auch immer, die dann ausgestaltet mag, liegen. Und zudem könnten Skaleneffekte noch behoben werden. Also es gibt Ideen, Berechnungen, dass die Netzentgelte um bis zu 50% sinken können für diesen Fall. Das heißt, von, was machen Sie aus, 20%? Sie würden am Ende nur noch 10% der Stromrechnung ausmachen. Und das ist auch aus einer Bewegungsperspektive, finde ich, so ein Punkt, Anleihe bei DWE enteignen, wo wir an die materiellen Interessen der Menschen kommen, ja, wo wir sagen, hey, mit einer anderen Form der Organisation unserer Strom- und Gasnetze könnten eure Stromrechnung sinken. Das heißt, es wäre für euch eigentlich auch was Gutes. Und ich glaube, darüber ließe sich auch, können wir auch gerne diskutieren, aber im Bewegungsmoment aufbauen. Wird wahrscheinlich nachher auch noch was zum Hamburger Energietisch erzählt werden. Auf lokaler Ebene passiert so ein Rückkauf jetzt an einigen Stellen. Ich würde aber denken, dass wir jetzt in der Zeit angekommen sind, wo es eben auch
Zeit ist, die großen Räder zu drehen, also wo wir über die Übertragungsnetze reden müssen, wo wir über diese ganz großen Fernleitungsnetze reden müssen, wo es eben nicht reicht, nur auf lokaler Ebene zu denken, sondern wo wir das Ganze auch bundesweit angehen müssen. Soweit zum Energietransport. Und der vierte und letzte Punkt innerhalb dieser Wertschöpfungskette ist der Energiekonsum. Das ist jetzt das, was wahrscheinlich auch hier so am bekanntesten ist und wo es ja auch schon Bewegungsinitiativen dazu gibt. Hier geht es um die großen Energiekonzerne, die uns letztlich mit Strom beliefern. RWE, Vattenfall, E.ON, viele andere. Für die ist der Verkauf von Energie ein sehr lukratives Geschäft. Die haben, ich habe jetzt die Zahlen nicht genau im Kopf, aber haben auch in der Zeit, wo im Zuge der Gaspreiskrise viele Menschen nicht wussten, wie sie ihre Wohnung heizen sollen oder ob sie noch ihren Kühlschrank anlassen können, haben die in Reibach gemacht. RWE hat Milliardengewinne gescheffelt. Das heißt, wir sehen hier die Krise von Millionen Menschen ist der Reibach für einige wenige Aktionäre. Und ich glaube, hier liegt es wie in keinem anderen Fall auf dem Tisch, dass die großen Energiekonzerne in gesellschaftlicher Hand doch besser aufgehoben sind als in der Hände einiger weniger Aktionäre. Genau, aber auch da werden wir bei der Konferenz mit RWE und Co. Enteignern sehr viel aus einer Bewegungsperspektive hören zu dem Punkt. Eine Sache, die jetzt immer wieder angesprochen wird, wenn über Vergesellschaftung von Energiekonzernen gesprochen wird, ist, dass eine Energiewende automatisch die großen Player wie RWE, Vattenfall und Co. aus dem Markt drängt. Durch das Modell, durch das, was ich am Anfang erklärt habe, es gibt viele kleine PV-Anlagen, BürgerInnen bauen Windräder etc., dass das die Marktanteile der Unternehmen senkt. Das stimmt, aber meine dritte These, die jetzt so ein bisschen überleitet in den Schlussteil, ist, dass es nicht ausreicht und dass eine Energiewende nicht automatisch ein Ende von RWE und Co. bedeutet, sondern dass eine gemeinwohlorientierte Energieversorgung fernab von privaten Eigentumsstrukturen erkämpft werden muss, dass sie nicht automatisch passiert. Und das würde ich denken, liegt hauptsächlich an drei Gründen. Das Kapital, Verena hat es ja auch gesagt, sucht sich immer einen Ort der besten Verwertung. Und wenn 8% nicht mehr ausreichen, wären es 15%. Und irgendwann wird aber tatsächlich das Ende der fossilen Energien eingeleitet. Aber das bedeutet ja nicht, dass RWE aufhört zu existieren. Nein, die wollen weiter Profite machen, die wollen weiter ihre Aktionäre befriedigen und werden deswegen auch in den kommenden Zeiten, in den kommenden Jahren und Jahrzehnten umschwenken und immer mehr in erneuerbare Energien investieren. RWE, habe ich eine Zahl gefunden, die haben jetzt vor einem Jahr verkündet, die wollen im kommenden Jahrzehnt 50 Milliarden Euro investieren in die erneuerbaren Energien. LEAG will so einen ganzen stillgelegten Tagebau in der Lausitz mit Solarpanels zubauen. Im Südraum von Leipzig hat jetzt ein Versicherungskonzern eine riesige Ackerfläche gekauft und will dort den größten Solarpark Europas bauen. Das heißt, die Konzerne sind nicht weg, sie suchen sich eine andere Verwertungslogik. Sie gehen woanders hin und werden auch beginnen, mit den Erneuerbaren Geld verdienen zu wollen. Und hier geht es eben um politische Kämpfe, das abzuwehren. Und der zweite Punkt, der dritte Punkt, den hatte Verena auch schon kurz erläutert, wir können uns gerade nicht darauf verlassen, dass die Politik eine gute Energiewende organisiert. Hier passieren massiver Backlash, sind Kapitalinteressen drin. Wir werden letztlich in einem kapitalistischen Staat von der bürgerlichen Regierung regiert, die mit Sicherheit weniger das Gemeinwohl im Sinn hat als die Profite einiger weniger Konzerne. Das heißt, politische Entwicklung, darauf können wir nicht vertrauen. Wir müssen auch eine Energieversorgung der Zukunft selbst in die Hand nehmen. Genau deswegen ist die Vergesellschaftungsperspektive so wichtig und deswegen ist es gut, dass wir hier sind und darüber diskutieren, wie wir das Ganze organisieren können. Vielleicht zum Abschluss jetzt noch ein kurzer Blick, ein kurzer Schwenk auf so einen gesamtpolitischen Rahmen. Verena hatte kurz die Pariser Klimaziele erwähnt und hatte aber auch schon so einen ja, Fokus auf politische Entscheidungen des aktuellen Deutschland gegeben. Möchte vielleicht da auch noch kurz drauf eingehen und mit so einer abschließenden vierten These.
Der Kampf gegen fossile Energien ist nicht vorbei. Wir brauchen als Klimagerechtigkeitsbewegung eine Art Doppelstrategie. Wir müssen weiterhin fossile Energien bekämpfen. Wir müssen aber gleichzeitig auch schon die Energieversorgung der Zukunft bauen. Verena sagt es kurz, die neue Kraftwerkstrategie der Bundesregierung. Hier werden auch da nur schlaglichtartig draufgeworfen unter einem wohlgemerkt grünen Wirtschaftsminister schlicht und ergreifend Gaskraftwerke gefördert. Mit je nach Berechnung 15 bis 20 Milliarden zunächst. Und es gibt diesen Kapazitätsmarkt, den Verena gesagt hätte. Ja? Das heißt, einer der großen Player baut wahrscheinlich ein Gaskraftwerk, das gar nicht läuft und kriegt dafür aber erstmal eine grundlegende Rendite gezahlt, auch wenn das ganze Ding nicht läuft. Das heißt, wir erleben hier wirklich einen fossilen Backlash, angeleitet unter dem grünen Wirtschaftsminister. Das hat zum Teil tatsächlich auch was mit der bürgerlichen Orientierung der Grünen zu tun, hat aber auch was damit zu tun, dass über Jahrzehnte hinweg die wirkliche Energiewende eigentlich verpennt wurde. Also dieser Mythos, der Anfang der 2000er geboren wurde vom Vorreiter der Energiewende Deutschland, der war so eigentlich nie haltbar. Sondern das war immer ein schöner Mythos, der sich gut angehört hat, der aber gar nicht so richtig gestimmt hat. Und mittlerweile ist es so, dass eben auch in dem Jahr 2024 noch viele weitere Jahre eben Milliarden in fossile Energie gesteckt werden, statt zu sagen, wir machen endlich eine Energiewende und stecken die Milliarden da rein. Das Gleiche ließe sich jetzt nochmal am Heizungsgesetz durchdeklinieren. Das habt ihr ja wahrscheinlich alle mitbekommen. Dort sieht es ähnlich aus. Das Ganze auf fossiles Gas und das Märchen des grünen und nachhaltigen Wasserstoffs noch ausgegeben. Das heißt so ein bisschen, unsere politische Agenda ergibt sich aus der realen Politik, aus den realpolitischen Entscheidungen. Das heißt, wir müssen auf der einen Seite gegen den fossilen Backlash kämpfen. Auf der anderen Seite wird aber auch diese Energiewende immer weiter voranschreiten. Das heißt, auch da braucht es unsere strategische Intervention. Und ich würde denken, dass es eben neben den lokalen, vielen tollen lokalen Ansätzen, die es gibt zur Vergesellschaftung, eben auch jetzt mal eine bundesweite europäische Initiativen bräuchte, unser Energiesektor zu vergesellschaften oder Teile des Energiesektors zu vergesellschaften. Ich glaube, die Frage ist so ein bisschen, wer die Energie in Zukunft produziert, sind es wenige Konzerne wie wir alle? Sollen wir immer höhere Netzentgelte zahlen, damit wir Konzerne entlasten und aber auch anderen Konzernen wiederum Milliardengewinne ermöglichen? Oder sollen wir die Netze in öffentliche Hand überführen und einfach für eine faire Netzentgelte sorgen, für einen fairen und notwendigen Ausbau? Oder wollen wir auch die Stromrechnung weiter direkt an die Aktionäre von RWE und Co. zahlen oder wollen wir saubere Energie herstellen? Ich glaube, die Fragen liegen auf dem Tisch und es ist tatsächlich gerade auch so ein bisschen an uns, hier zu diskutieren und zu gucken, wo müssen wir als Bewegung hin und wo sind Interventionen sinnvoll. Und genau deswegen ist die Konferenz der richtige Ort. Dankeschön. Ja, danke für den Vortrag. Einige Dinge, die du angekündigt hast als Diskussionsthemen für jetzt, werden wir, glaube ich, erst auf der Konferenz tatsächlich besprechen. Es gab jetzt noch eine inhaltliche Rückfrage von Kalle. Die hat sich, glaube ich, auch an Verena gerichtet. Verena, könntest du noch mal erklären, was das Single-Buyer-Modell ist? Genau, gerne. Also das Single-Buyer-Modell bedeutet, dass eben nicht der komplette Markt unbundled ist. Also sprich, wir haben weiterhin eine, und das ist meistens dann tatsächlich eine teilstaatliche oder staatliche Institution, die alles macht, außer die Stromproduktion oder die Energieerzeugung. Das heißt, man kann ja ganz schön das Stufenmodell von Max übernehmen. Handel, Transport und Konsumtion oder die Verteilung an die Endkundinnen wird von dieser Institution gemacht. Das ist das sogenannte Single Buyer. Die Stromproduktion selber, die wird allerdings noch von in Konkurrenz stehenden, marktförmig organisierten Unternehmen geleistet. Das ist ein Modell, das ist tatsächlich
Eben in Asien ist es wirklich sehr weit verbreitet, in Afrika auch. Es war auch so ein bisschen immer eine Auseinandersetzung in den 2000ern, als es darum ging. Naja, also so, ich sag mal, IWF und Weltbank haben dann immer versucht, Druck auszuüben auf die Länder, dass sie doch ihre Strommärkte komplett liberalisieren müssten und von dem Single-Buyer-Modell abkommen müssten. Haben sich aber viele Länder widersetzt und es gibt dann eben nicht so diesen komplett durchliberalisierten Markt wie bei uns, was aber noch lange nicht heißt, dass natürlich dort dann entsprechend irgendwie darauf geachtet wird, dass die Energieerzeugung nur grün ist oder so. Also das alleine durch diese andere Marktarchitektur ist natürlich nicht erfüllt. Das ist einfach eine, ich sage eigentlich fast ein bisschen eine Retrospektive, weil bei uns war es früher auch eher so, als eben so, wie es heute ist. Konnte ich damit so quasi das klären? Ansonsten, ich kann auch noch mal, weiß nicht, ein, zwei Links irgendwie reinposten. Man kann das auch gut nachlesen. Gibt auch so Schaubilder, wo das dann veranschaulicht ist. Super, danke. Aber im Chat gibt es positive Rückmeldungen. Das hat schon weitergeholfen. Ja, jetzt haben wir uns einmal das Energiesystem genauer angeschaut und auf jeden Fall bemerkt, dass wir vor sehr großen Problemstellungen sind und wie Max ja schon angemerkt hat, das Ganze ein bisschen komplizierter ist als jetzt im Wohnbereich, im Mietensektor. Unsere Konferenz ist ja bewusst darauf ausgelegt, auch Praxis zu entwickeln. Also statt das ganze Wochenende über Inputs zu haben, haben wir die zweite Hälfte der Konferenz eben der Entwicklung von verschiedenen Projekten im weitesten Sinne offengestellt. Das kann kampagnenförmig sein, das kann auch andere Formen annehmen. Da würden wir am Ende noch mal drauf eingehen. Ich wollte das nur jetzt schon mal benennen, weil wir jetzt gleich die Aufnahme beenden. Das heißt, es ist dann das Ende des Teils, das die anderen TeilnehmerInnen, die jetzt hier nicht dabei sein konnten, sehen werden. Deshalb hier noch mal der Verweis dann auf unsere Website. Da könnt ihr euch das Programm noch mal anschauen. Genau, sowohl das grobe Konzept als auch eben dann die Workshops und Themen, die wir im Energiestrang haben. Die sind nicht ganz deckungsgleich mit dem, was jetzt gerade in den Vorträgen vorkam. Das war eher so eine generelle Einführung und auf der Konferenz zoomen wir dann nochmal mehr in verschiedene Bereiche rein. Dann beende ich jetzt mal die Aufnahme und verabschiede mich von den Leuten, die nur in der Aufnahme zugeschaut haben.